Ein wunderschönen Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Hier immer noch auf dem Planeten Ferus. Ja, in einer alten proteanischen Ruine, in der sich, ja, sag ich mal, ein paar Forscher, Einsiedler eingenistet haben. Nennt sich Zeus Hope. Und ja, wir hatten jetzt Ende letzten Parts, glaube ich, den Auftrag bekommen, in die Tunnel von Zeus Hope zu gehen und dort die G zu finden. Jetzt ist natürlich wieder die Frage alle Fragen. Moment, ich sehe da noch ein Quest. Wo geht es längs? Moment, er hat hier noch irgendwie... Commander, was kann ich für Sie tun? Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Es ist immer noch mit so einem komischen Typ, der in den Tunnel da haust und keine Ahnung. Irgendwie scheint da noch ein Quest offen zu sein, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie verbuggt ist, weil ich da irgendwie nicht so wirklich weiterkomme. Gut, also Tunnel, Fahrstuhl, Treppen zum Tunnel hinunter. Ja, wir nehmen doch die guten alten Treppen, oder? Ich bin der Meinung, dass der Generator auch wieder funktioniert und damit ja auch dementsprechend der Fahrstuhl wieder betätigt werden kann. Ja, damit würde es zum Skyway gehen, aber das ist ja nicht unser Ziel. So, und jetzt müsste es hier... Ja, doch. Müsste es hier runtergehen. Geht in den Tunnel finden. Warte mal. Aber hier waren wir auch schon, ne? Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Durchsuchen Sie die Tunnel unter Zeus Hope nach verbleibenden Gate und Ihrem Transmitter. Ja, das ist ja das, was eigentlich schon so verbuggt war, ne? Stimmt, das war verbuggt. Das konnten wir nicht machen. Und wir sollten jetzt doch zum Fahrstuhl und doch wiederum zum Skyway. Aber das ist jetzt echt ein bisschen doof, weil... Ich kann es auch nicht abbrechen. Das ist irgendwie ein verbuggtes Quest. Also wenn da jemand mehr weiß, dann immer her damit. Aber ich komme da nicht so wirklich weiter. Ihr habt das Problem ja gesehen, möglicherweise. Gut, dann Exogeni, was auch immer. Da sollen wir uns einen Weg durchbahnen, ja? Ja, und wo ist der... Ach da. Vorsicht! Ah ja, das geht ganz in meinem Interesse. Wir werden jeden Augenblick hier sein. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Ja, keine Ahnung. Ist ja nicht das Ding. Ich bin jetzt da. So. Ah, schön, der Marco. Genau. Wir sollten... Ja, ach, ich denke, das könnte ganz lustig werden jetzt. So. Alle drin, alle dran. Okay. Okay, die wollen es wissen. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Kann ich da runterfallen theoretisch? Oh nee, das will ich ja nicht probieren. Ja, okay. Keine Ahnung, was das für Einheiten sind, aber unangenehm. So. Kampfläufer, ja. Schön. Da ist noch mehr, Commander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Ach. Scheiß auf das MG. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Geplapper über Funk. Das haben sie schön beschrieben. So. Geplapper über Funk, ey. What the fuck?
war aber so nicht geplant. Ich hätte eher gesagt, ankommende Übertragung oder... Ach du, das habe ich ja toll hingekriegt, oder? Ja, ja, du wusstest wie. So. Lass mich mal da durch. Oh, hinter mir? Hinter mir ist irgendwie noch was. Direkt vor mir. Er ist wieder hinter mir. Kann doch sein, dass irgendwas unter mir ist oder über mir. Egal. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Wo immer das herkommt, Sie müssen uns sehen. Vergessen Sie sie. Wir müssen die Gate finden. Ja. Abwarten. Ich möchte jetzt erstmal hier... Moment. Kodex. Außerirdische Nichtratsvölker. Kampfläufer. Ja, Kampfläufer sind vierbeinige, für alle Gelände ausgelegten Kampfplattformen, die die gleichen Aufgaben übernehmen wie die Kampffahrzeuge anderer Völker. Die Geats sind eine künstliche und intelligente Lebensform. Ihre Kampfläufer haben da keine Crew, sondern stellen eigenständige Module dar, die lern- und entscheidungsfähig sind. Die Kampfläufer sind mit mächtigen kinetischen Barrieren ausgerüstet. Die Hauptkanone in dem beweglichen Kopf scheint ein hocheffizienter konventioneller Massenbeschleuniger zu sein. Die Kampfläufer können im Personenabwehr- oder im Panzerabwehrmodus feuern. Einige Kampfläufer können auch Drohnen aussetzen, vermutlich für Aufklärungsmissionen. Zudem gibt es Kampfläufer, die nur insektengroße Reparaturroboter beherbergen. Okay. Ja. So, geht Angriff. Mysteriöses Signal untersuchen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen wollen, suchen Sie diese Kolonisten auf, bevor Sie zum Experiment... Ja doch, machen wir. Warum nicht? Ja. Habe ich echt hier noch... Guck mal, das kann ich doch schon hier... Ah, weg damit! Einige Feinde nützen... Kampfscanner. Okay, um den Treffen dann zum Blablabla... Lässt sich sehen. Okay. Laufverlängerung. 23% Schaden. Ja, warum nicht? Hier noch irgendwas Schönes. 12 Schaden. Synthetisch. Ist ja eigentlich praktisch für die... gegenüber den geht. Sind ja synthetisch, oder nicht? Was habe ich jetzt hier drin? Was war das jetzt? Waffenstabilität. Scheiß drauf, ich brauche Schaden. Schaden braucht das Land. Organische Ziele. Synthetische Ziele. 20% Schaden, das ist in Ordnung. Mal irgendwie durchgehen hier. Organisch. Kann das ja nicht weg. Habe ich nichts irgendwie... Da, synthetisch. Also dann müsste ich doch jetzt wesentlich mehr Schaden machen. Oder etwa nicht. Mittelschwer. Wie sieht das denn aus? Oh! Weg damit. Nee, danke. Vielen Dank, möchte ich nicht. Wie sieht das aus? Habe ich das Falsche jetzt? Ja, gefällt mir schon besser. 36. Ja, ich habe ja eh gerade nicht so viel mit Tech-Biotik zu tun, ne? Und das sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. So, das ist alles... 32. Oh, er hat echt, aber er hätte ordentlich Schilde und hätte auch noch Tech-Biotik-Schutz. Hier, Vex. Nimm das mal.
kann das hier weg. So. Speichern wir lieber mal. Wobei, eine Sache habe ich vergessen. Sorry. Und zwar Scharfschützen hatte ich. Nee, alles gut. Okay. Dann lass uns mal schauen. Okay, was ist hier los? Was ist hier los? Das ist nah genug! Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Gate. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Gate-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Fai Dan und einige andere Mitglieder von Sue's Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, Sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie leben, aber die Gate haben ihre Kolonie verwüstet. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ich tue, was ich kann, um sie von ihnen fernzuhalten, aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Gate sind im Hauptquartier von Exogeny hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Gate, sonst nichts. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Gate weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir haben uns vor 4 Jahren hier niedergelassen. Bis zu den Angriffen ging es gut voran. Die größte Herausforderung war der Mangel an Ressourcen. Hier gibt es kaum etwas von Wert. Trotzdem haben wir es versucht. Wir fühlten uns schon fast wie zu Hause. Wissen Sie, was die Gate gesucht haben? Das ist mir auch nicht klar. Wir haben hier nichts Nützliches gefunden, woran uns Exogeny nur zu gern ständig erinnert. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Das ist nicht persönlich gemeint. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im Exogeny-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. Sie geht mir so auf die Eier. Wieso haben Sie sich von Sue's Hope abgespalten? Die meisten von uns lebten näher am Gebäude von Exogeny. Sue's Hope wurde größtenteils als Raumhafen genutzt. Als die Gate zuschlugen, haben wir uns verteilt. Bevor sie uns von den anderen erzählten, dachten wir, sie wären bei der ersten Welle umgekommen. Hätten wir gewusst, dass sie noch leben, hätten wir wohl versucht, zu ihnen zu gelangen. Wofür wurde dieses Gebäude genutzt? Wir haben das Gebäude umgemodelt, um es als Hauptquartier von Exogeny zu nutzen. Dort gibt es größtenteils Büros und einige Labors. Exogeny ist gut darin, alles und jeden immer zu umzumodeln. Die Firma muss irgendwie Profit machen, Juliana. Feroz ist noch lange nicht selbstständig. Boah, der geht mir auf. Ich muss noch mal ganz kurz hier Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Moment. Irgendwo im Exogeny-Hauptquartier, hoffe ich. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Gate wollten. Wie Sie meinen. Ich hatte eben gerade noch eine andere Antwortmöglichkeit, beziehungsweise Fragemöglichkeit, als ich das mit dem Aufenthaltsort von Lisbeth da gefragt hatte, aber im Nachhinein schon irgendwie nicht mehr. Dass der überhaupt eine Waffe haben darf, ganz ehrlich. Bitte versuchen Sie, im Exogeny-Gebäude so wenig wie möglich zu feuern, um den Schaden zu minimieren. Oh, ich muss Sie darüber informieren, dass die Firma nicht für Verletzungen haftbar zu machen ist, die Sie sich in unserer Anlage zuziehen. Sie sind nicht gerade ein Mann des Volkes, was? Ich mag das Volk. Und ich mag es noch mehr, wenn es Exogeny hilft, Profite zu machen. Jemand muss sich um die Kleinen kümmern. Und ich bin als einziger übrig. Erzählen Sie mir von Exogeny. Exogeny ist die treibende Kraft hinter der Kolonialisierung in der neuen Multisystemökonomie. Die Erforschung und unsere Kerninteressen bilden die Investitionsbasis für unsere Aktionäre. Was sind denn die Kerninteressen der Firma? Exogeny hat zahlreiche Tochterfirmen in verschiedenen Bereichen. Die profitabelsten adaptieren Alien-Technologien. Wir operieren in vielen Industriezweigen, aber die haben mit Feroz nichts zu tun.
Wissen Sie, warum die Gates sie angegriffen haben? Nein, wir haben selbst noch so gut wie nichts gefunden. Hier gibt es nichts, was eine Invasion rechtfertigt. Es gibt kaum genug, um eine Kolonie zu gründen. Erzählen Sie mir von sich, John. Ich? Ich wurde hierher geschickt, um Routinebeurteilungen der potenziellen Kapitalrendite vorzunehmen. Der Angriff kam für mich überraschend. Seitdem sitze ich hier fest. Ich kann es gar nicht abwarten, endlich von hier wegzukommen. Sie sind nicht gerade ein Mann des Volkes. Ich mag... Jemand muss sich um die Kleinen kümmern. Ich gehe da. Also der hat irgendwas zu verschweigen, da bin ich mir zu 2000% sicher. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Wie sollen wir gegen so einen Feind kämpfen? Sie überwandten unsere Abwehr. Wenn ich das... Ah ja, ich sehe schon einen Kreis der Pessimisten hier. Ein schönes Quartett. Wir sitzen seit... Warum gründen Sie eine Kolonie und verteidigen sie nicht? Oh, ey, Jammerlappen. Echt Jammerlappen. Wer ist das da hinten? Gavin Hossel? Ich hatte gehofft, mit Ihnen reden zu können. Ich habe ein kleines Problem. Was brauchen Sie? Ich muss einige Daten bergen. Es ist keine große Sache, wird aber gut bezahlt. Ich bin ganz Ohr. Schön, schön. Für mich ist es momentan viel zu gefährlich, in den Ruinen herumzulaufen. Was haben Sie an sich, dass die Leute immer denken, wir mögen Schwierigkeiten? Es ist eigentlich nicht so wild. Sie müssen nur meinen Computer im Hauptquartier von Exogeny finden und die Daten auf diese OSD laden. Ganz einfach. Sie vertrauen mir das verdammt schnell an. Haben Sie in letzter Zeit jemanden zu Exogeny gehen sehen? Ich sehe mich um, wenn ich dazu komme. Ich weiß das zu schätzen. Diese Daten könnten viel Geld wert sein. Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Warum arbeiten Sie hier im Nichts, wenn Sie doch gebraucht werden? Vielleicht, weil mich die Grenze lockt. Außerdem ist mir die Alternative doch ein wenig zu sicher. Wir Freischaffenden müssen uns nicht so um die Sicherheit sorgen, solange wir nicht auffallen. Erzählen Sie mir von den Daten, die ich für Sie holen soll. Pläne für einige Mod-Prototypen. Ich arbeite als Freischaffender und einige meiner Mods sind sehr gefragt. Ich muss gehen. Okay, denken klingt Sie interessant. An meine Worte. Ja. Datenrettung, Computer finden. Ja, okay, das heißt... Moment. Also, ich kann schon guten Gewissens spekulieren, dass... Wir flohen, als sie angriffen. Ja. Dass Exogeny wahrscheinlich irgendwas mit der Invasion zu tun hat. Dass die irgendwas in ihren Laboren haben oder irgendwas erforscht haben, was sie vielleicht vermutlich aus den proteanischen Ruinen, ja, geborgen haben könnten. Dass das die Gate angezogen hat. Ist aber auch nur so eine Vermutung. Wie auch immer, Karte. Obere Wiegestation? Flüchtlingslager. Obere Wiegestation? Okay. Achso, ja. Wie offensichtlich. In diesen Ruinen wimmelt es von uns. Ja, ich möchte mal rein. Okay. Ja, Exogeny-Gebäude. Interessant. Ein schöner Indoor-Fight, wie ich sagen kann. Ja. Aha. Ja, da sind auch schon die ersten. Easy. Ja, irgendwie stelle ich mich gerade mit dem Marco ziemlich... Also das, hier ist er irgendwie ein bisschen schwammig, habe ich das Gefühl. Dafür schulden Sie uns was. Was ist denn das? Auf dem Skyway wimmelt es von Gate. Ja. Das Paket ist gesichert. Wir gehen jetzt. Also. Ja, gucke mal hier. Vielleicht habe ich das vorhin übersehen. So ein kleiner Seitentunnel. Medigel. Upgrade-Kit. Protonenladung. Protonenladung klingt interessant. Exoskelett.
Schmetterschaden, aber das ist alles mehr so für Nahkampf, ne? Das überzeugt mich nicht so wirklich. Protonenladung. Ja, für Schildumgebung und Minus-Schaden. Ja, gut. Das müsste man abwägen. Aber das ist ja schon etwas, was ich hier so schon so kritisiere. Du triffst einfach auf viele verschiedene Feindtypen und ich hätte es ganz gut gefunden, wenn man eine irgendwie so eine schnelle Möglichkeit hätte, die Mods irgendwie zu wechseln. So, sorry für den kleinen Cut. Irgendwie ist das Spiel abgeschmiert. Warum auch immer. Was ich sagen wollte. Also, es ist ja so, dass man wirklich bei den Mods ja hin und wieder umswitchen muss. Es ist kein Muss, aber wenn man sich auf gewisse Kampfsituationen vorbereiten möchte oder sich oder irgendwie Missionen, die wirklich besonders effektiv gegenüber gewissen Feinden ist, dann ist es halt eine Umstellung oder etwas gewöhnungsbedürftig, dann immer umständlich in dieses Hauptmenü zu switchen und dort unter Ausrüstung und bla bla bla. Und dort die Mods zu wechseln, anstatt dass es irgendwie so eine Quick-Funktion gibt. Es ist jetzt eigentlich mehr oder weniger egal, ne? Irgendwie, wenn ich jetzt eine Munition nutze, die gegenüber organischen Feinden ja nicht so wenig sinnvoll ist, macht sie trotzdem irgendwie noch genug Schaden. Ich krieg's ja trotzdem platt. Aber wenn man so der Auffassung ist, man möchte sich so gut wie möglich auf gewisse Kampfsituationen, auf gewisse Feinde optimieren, dann stellt diese Funktion des Umswitchens der Mods doch, ich sag mal so, dann ist es einfach sehr umständlich. Das ist nun mal so. So, weiter geht's. Also, Richtung XCG ist ganz schön groß, ne? Oh, fuck! Ja, eigentlich müsste ich drüben landen. Oder auch nicht. Ja, shit, da habe ich echt nicht aufgepasst. Oh, shit. War ich jetzt da schon unten? Habe ich das jetzt... Jetzt muss ich den ganzen Shit nochmal machen. Muss ich jetzt nochmal... Das ist Nagel... Fuck! Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich bin nur froh, ein freundliches... Wir wissen, wie das ist. Diese... Das Hauptquartier ist Privatbesitz. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Wenn sie da drin ist... Danke, Commander. Vielen Dank. Wie Sie meinen. Vergessen Sie nicht, wenn Sie meinen... Ich hatte gehofft, mit Ihnen... Ich habe im Moment wirklich... Nein, nein, nein! Ich muss einige Daten bergen. Es gibt keine... Was haben Sie an? Es ist... Sie müssen nur meinen Computer im Haus... Natürlich hängt das alles davon ab, hier lebend herauszukommen. Ich muss gehen. Denken Sie an meine Worte. So, bitteschön. Ja, guckt mal einmal nicht nach vorne und dann so ein Shit, ne? Unfassbar. Ja, irgendwie stelle ich mich gerade so ein bisschen schwammig an. Genau wie... Also das ist echt... Irgendwie habe ich das Gefühl, das steuert sich anders. Oder ich habe irgendwie getrunken. Weiß auch nicht. Habe ich natürlich nicht, aber... Heiliger Bimbam. Boah! Dann schalten Sie uns was. Auf dem Skyway wimmelt es von Geld. Das Paket ist gesichert. Wir gehen jetzt. Ja, lass mich mal raus hier. Dann nochmal der ganze Kram. Muss ich jetzt wieder alles umswitchen?
Boah, nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Nee. Das mache ich jetzt nicht nochmal, das mache ich dann offscreen. Ah, shit! Irgendwann gewöhne ich mich auch noch dran. Oh, hier, ich stelle mich schon wieder an wie ein Säugling. Wie der letzte Mensch. Warten Sie. Schalten Sie das Komm ab. Die Hits kommen auf uns zu. Mist. Schalten Sie das Komm ab! Habe ich ihn trotzdem noch erwischt? Oder habe ich das doch... Moment, das kommt mir gerade so vor. Moment. Synthetische Ziele. Und hier? Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann, oh, gut. Ich hätte echt gedacht, ich muss da alles nochmal neu umändern, aber gut. Meine Herren. So. Ja, da war eben noch eine Waffe drin und jetzt ist sie natürlich weg. Ganz tolle Sache. Ah. Na gut. So, kommen wir zu den Hyopaister, ja? Genug Schild. Der hält was aus. So. Boah, ey. Also das steuert sich enorm schwammig. Gerade ich. Irgendwie weiß ich auch nicht. So, jetzt bloß nur gerade ausfahren. Hier blockiert. Muss ich aufpassen. Was ist denn, wenn ich jetzt die, wo war das denn hier? Kampfscanner. Ah ja. Wenn ich die jetzt aber wieder rausnehme. Das hatte ich jetzt eben, weg. Dann. Okay, hä? Das ist merkwürdig. Aber wenn ich jetzt wieder da rein. Okay. Verstehe ich nicht. Die sind ziemlich schnell eingezogen. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Komische Viecher. Was ist das? Wir sollen sie sich doch wehren, ist mir doch wurscht. Boah, das Ding haut rein. Aber es ist... Es schwankt schon brutal. Schönes Ding. Jetzt wieder blockiert. Das heißt, ich habe hier irgendwo diese Schnellen, die an der Wand längs krabbeln. Jetzt sind sie wieder weg. Typische Gate-Aufstellung. Moment, Moment. Ich speichere lieber. Wir müssen eine neue Route nach drinnen suchen. Okay. Also ich werde nicht gebrutzelt, ja? Schön. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Ja, da ist eh zu. Dann kann ich doch nur nach unten.
Es tut mir so leid. Ich dachte, sie wären Gate oder einer dieser Warren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Gate suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Ich bin wegen der Gate hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. Exogeny hat sie untersucht. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen. Aber nicht mit den Gate überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. Irgendwelche Vorschläge? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei Exogeny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank! Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist. Sogar tausende von Jahren. Warum haben die Gate Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Gate das interessiert. Exogeny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Okay, interessant. Ja, genau, ist richtig. Hier, ja, klar. Wahnsinn, hallo? Ja. Mann. Ja, aufstehen bitte. Was war das? Die drei, ne? Guti, ja, interessant. Torianer, Pflanzenwesen. Warum, weshalb die Gate daran interessiert sind, bleibt noch offen. Hey, sobald sie hier verschwinden, finde ich ein Versteck. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Feld. So. Ich wundere mal, da hinten geht's weiter. Es wird immer mysteriöser hier, also ich kann mir darauf nicht so wirklich einen Reim machen, noch nicht. Tali regeneriert sich nicht wirklich, ne? So. Bitteschön. Achso, Stufenaufstieg. Ja, Ausrüstung, Protonenladung, ja. Dankeschön, Squad. So, schmeicheln. Nö. Ich hätte gerne. Guck mal, Sturmgewehr. Meisterhafter Overkill. Salvenlänge und Präzisionsverlust werden noch weiter erhöht. Dankeschön. Ja. Blöde Maschine, öffne die verschlüsselten Daten. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt, sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, du. Ich muss gleich jemand... Schattenfahnder, okay. Dankeschön. Boah, der wurde ja richtig pulverisiert. Was habt ihr mit ihm gemacht? Die Exogeny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist.
Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? Woher weißt du, dass ich Lisbeth bin? Ihre Zugangskarte identifiziert Sie als Elizabeth Bainham. Benötigen Sie irgendetwas, Dr. Bainham? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Turianer, zu kommen. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Was hat Zeus Hope mit dem Turianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Turianer weißt. Der Turianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Willst du damit sagen, Exogeny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Darum haben sie sich so merkwürdig verhalten. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen dieses Schild ausschalten und zurück zum Außenposten. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Ich will etwas über die Exogeny Corporation erfahren. Die Exogeny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Was weißt du über die GATE? Ich habe keine genauen Daten über die GATE und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. Erzähle mir etwas über den Turianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Wie groß ist dieses Ding? Der Turianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert. Seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich kilometerweit erstrecken. Wir haben Bündel von ungefähr einem Meter Durchmesser entdeckt. Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Turianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt, dass der Turianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Turianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Pharos erstreckt.
Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden Sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Okay. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Also, sehr interessante Information, und dieser Turianer erinnert mich irgendwie an, ja, sag ich mal, an eine etwas defensivere oder freundlichere Lebensform. Sorry, schon wieder Spiel abgeschmiert. Ja, also, sehr interessante Information. Der Turianer erinnert mich so ein bisschen an den, wie heißt er? Gravemind aus Halo. Ja, der ja auch immer so die Flood kontrolliert. Bloß, dass der Turianer in diesem Zuge nicht so aggressiv scheint, beziehungsweise ja kein räuberisches Verhalten aufweist, wie er schon gesagt hatte, also DVI. Und ja, das ist, er versklavt quasi die Menschen, aber trotzdem können sie ein normales Leben führen, bis sie halt zu einem gewissen Zweck abberufen werden. Und dass er trotzdem halt seinem, in Anführungsstrichen, Werkzeug keinen Schaden zufügen möchte. Das ist, finde ich enorm interessant. Hatte ich jetzt so auch noch nicht in irgendeinem Spiel gesehen, erlebt, beziehungsweise ja, oder irgendwas in dieser Art mal mitbekommen. Weil sonst ist es meistens immer aggressiv, wenn es um Richtung Kontrolle, Manipulation geht. Meistens zumindest. Und ja, jetzt könnte ich mir auch schon einen Reim drauf machen, was Saren letztendlich mit dem Turianer vorhat. Dass er womöglich alle oder fast alle Lebensformen infizieren möchte, um diese ja seinem persönlichen Willen ja zu unterziehen. Und so hätte er quasi die Kontrolle. In gewisser Weise Kontrolle über ja fast das komplette Leben, ja. Wenn er dann diesen Turianer kontrolliert. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt irgendwie zusammenzieht, weil letztendlich kann nur der Turianer seine Sklaven kontrollieren. Aber Saren hat ja anscheinend irgendwas damit vor. Vielleicht will er irgendwie die Sporen extrahieren, damit irgendwie herumwerkeln, herumexperimentieren und damit selber irgendwie seine Sklaven kontrollieren. Ich weiß es nicht. Aber in dieser Richtung wird es irgendwie schon, in diese Richtung wird es auf jeden Fall schon irgendwie laufen. Aber das werden wir dann hoffentlich noch herausfinden. Und ja, ich werde an der Stelle mal einen Cut machen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht hier im Exogeny-Gebäude. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Mass Effect. Haut rein, bis dann und ciao.